Guten Tag und hallo, liebe Reisefreunde. Wir haben jetzt fast Mitte August und wir befinden uns hier in Dänemark auf dem Weg zum Fischerort Torup Strand. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auch auf dieser Reiseetappe begleiten würdet. Also, wenn ihr mögt, herzlich willkommen bei uns an Bord. Wir sind hier auf der Elf unterwegs und machen momentan eine Pause auf einem gut ausgestatteten Rastplatz mit WC und eine Möglichkeit, den Müll zu entsorgen. Wunderbar! In Westertorup biegen wir links ab zum Torup Strand. Was uns auch hier auffällt, es stehen sehr viele Häuser zum Verkauf. Hier ein kleiner Überblick über die Lage an der Jammerbucht. Schon lange wollten wir diesen Ort aufsuchen, da es hier eine Besonderheit gibt. Da hier kein Hafen vorhanden ist, werden die recht großen Fischkutter nach der Rückkehr auf den Strand gezogen. Oha! Da sind wir ja mal gespannt, was uns hier so erwartet. Hier rollen wir erstmal am Parkplatz und am Imbiss vorbei. Och ja, hier neben dem recht großen Busparkplatz lässt es sich auf einem kleinen Rasenstück eigentlich ganz gut stehen. Na, schauen wir mal. Tja, das passt doch. Und nun wollen wir uns erst einmal ein wenig umschauen. Gleich gegenüber befindet sich der Imbiss oder auch Kiosk genannt. Öffentliche Toiletten sind ebenfalls vorhanden. Schaut man in Richtung Strand, sieht man ein großes Fischrestaurant und einen Kühllaster, der auf den Fang wartet. Hier vor dem Fischrestaurant kann man sich wunderbar hinsetzen, eine Kleinigkeit zu sich nehmen und dem Treiben am Strand zuschauen. Und hier die starke Windenanlage, mit der die Kutter an Land oder ins Wasser gezogen werden. Während unserer Anwesenheit kam jedoch dieser große Bulldozer zum Einsatz. Uiuiui, was für eine Maschine. Hohoho.
Dieser Kutter befindet sich gerade in der Ausrüstungsphase für die nächste Ausfahrt. Wie man uns erzählte, fahren die Kutter so kurz vor Mitternacht hinaus und kommen dann am nächsten Tag zwischen 17 und 18 Uhr zurück. Oft finden sich dann zahlreiche Menschen am Strand ein, um einen solchen Vorgang zu beobachten. Es ist geschafft. Der schwere Kutter liegt sicher auf dem Strand. Einige Leute nutzen die Gelegenheit, um sich hier direkt vom Kutter frischen Fisch zu kaufen. Um den besonderen Belastungen standhalten zu können, sind die Bodenbereiche der Kutter sehr stark und stabil ausgelegt. Zusätzliche Gleitkufen gewährleisten einen sicheren Stand auf dem Strand. Und hier nochmal ein Blick auf die sehr kräftige Zugeinrichtung. Und nun wird der kostbare Fang an Land gehievt. Je nach Jahreszeit und Fanggebiet werden hier sehr viele verschiedene Fischarten angelandet. Wir haben hier zum Beispiel neben Schellfisch, Scholle, Flunder und Klische auch Seeteufel und Krebsscheren gesehen. Thank you.
Jetzt werfen wir mal einen Blick auf eine Kiste mit Seeteufeln. Die haben ja ganz ordentliche Zähne. In dieser Halle werden die Fische für den Abtransport vorbereitet. Natürlich durfte ein Angelversuch auf Plattfisch mit Heringsfetzen trotz der recht hohen Wassertemperatur von ca. 20 Grad nicht fehlen. Wie uns ein ansässiger Fischer sagte, ziehen hier hin und wieder auch Makrelen in Ufernähe entlang. Bei dieser Fischart blieb der Fangerfolg für uns allerdings aus. Und Spikey hält mal wieder Wache vor der Brandungsroute. Und hier eine der von uns gefangenen Flundern. Nach dem Angeln wurde nicht selbst gekocht. An diesem Tag lockte uns eine einfache Mahlzeit aus dem Gasthaus am Strand. Alternativ hätten wir auch aus dem Angebot vom Kiosk wählen können. Und hier die einfache Mahlzeit Fisch und Chips direkt am Strand genossen. 145 Dänenkronen, ja, pro Person. Am folgenden Tag sind wir dann zurück nach Westertorup gefahren. Dort wollten wir mal schauen, was die Räucherei dort so zu bieten hat. Im Außenbereich konnte man neben Honig auch Kartoffeln und Zwiebeln erwerben. Nachdem wir einige Leckereien eingekauft hatten, ging es weiter in Richtung Blockhus. Da wir ja den Aufenthalt auf dem Autostrand von Römmel wegen eines heraufziehenden Unwetters abgebrochen haben, wollen wir gerne noch einige schöne Stunden am Autostrand bei Blockhus verbringen. Ja, das scheint ja ein richtiger Touristenort zu sein hier. Na, schauen wir mal. Hier im Bereich der Zufahrt gab es eine Strandbar, öffentliche Toiletten, die von Juni bis August geöffnet sind, Außenduschen und Müllboxen. Zudem waren auch am Strand einige Müllboxen aufgestellt.
Auch an diesem Autostrand nicht zu übersehen, gleich zu Anfang einige Hinweise und Informationen. Tja, diesen Hinweis sollte man sicher besonders ernst nehmen. Zufahrts- oder Strandgebühren fallen hier nicht an. Und los geht's, mit dem Wohnmobil einfach auf den Strand fahren. Wunderbar, ein tolles Gefühl. Das haben die Dänen hier doch wirklich toll organisiert. Heute haben wir scheinbar Glück mit dem Wetter. Da wollen wir doch hoffen, dass es auch so bleibt. Von der Zufahrt aus kann man links oder rechts abbiegen. Wir haben uns für die rechte Strandseite entschieden. Zunächst sehen wir hier noch recht zahlreiche Fahrzeuge. Mit zunehmender Entfernung von der Zufahrt vermindert sich die Anzahl jedoch deutlich. So gibt es auch reichlich Möglichkeiten, alleine zu stehen. Die von uns befahrenen Bereiche der Hauptfahrspur zeigten sich von wenigen Ausnahmen abgesehen recht fest und überwiegend eben. Somit hatten wir auch ohne Allradantrieb keinerlei Probleme. Es kommt jedoch immer wieder vor, dass sich der eine oder andere meist in den Nebenbereichen festfährt. Wenn man sich da nicht selbst oder mit Hilfe eines netten Nachbarn herausbringen kann, ist man oft auf ein kostspieliges Freischleppen durch ein im Ort erreichbares Unternehmen angewiesen. Tja, da ist es doch wesentlich besser, wenn man sich auf einem festen Untergrund befindet und entspannt das Meeresrauschen und die schöne Aussicht genießt oder sich im Wasser vergnügt. Übrigens, angeleinte Hunde sind hier erlaubt. Wir wollen heute, am 16. August, weiter nach Frederikshavn. Offiziell ist das Freistehen mit Übernachtung im Camper
ja in ganz Dänemark untersagt. Hier wird dies, wie man uns erzählte, jedoch, wenn man kein Campingverhalten zeigt, weitgehend toleriert. Um diese Toleranz zu erhalten, sollte das Beachten der einfachen Regeln inklusive der Müllentsorgung selbstverständlich sein. Wir befinden uns ja jetzt auf dem Weg nach Frederikshavn und kommen dabei an mehreren Rastplätzen vorbei. Einige dieser Plätze sind recht schön gelegen. Übernachten würden wir hier aber aufgrund der Schilder nicht. Für eine kleine Kaffeepause ist uns dieser Platz jedoch willkommen. Und weiter geht's. Ja, liebe Reisefreunde, wir haben hier ein Problem mit unserem Türschloss, mit dem oberen. Plötzlich hatte ich hier dieses Teil in der Hand, das Verschlussteil. Tja. Ach ja, hier ist die Mitnehmernase abgebrochen, ist wohl im Laufe der vielen Jahre morsch geworden. Und die Tür ist zu. Ja, wie kriegt man die jetzt auf? Da habe ich so ein bisschen rumgebastelt. Habe mir hier so einen Stock geschnitzt. Ganz simpel. Und den stecke ich jetzt hier rein und drehe das auf. Zu, auf, zu, auf. So. Und nun müsste die Tür auch aufgehen. Schauen wir mal. Oh ja, das hat geklappt. Ja, das ist hier die Hülse, die ist drehbar. Hier sind so kleine, ja, sagen wir mal, Erhebungen drin, so kleine Noppen. Und da greift dann der Stock rein und kann gedreht werden und nimmt dann den Riegel mit. Auf, zu und auf und zu und auf. Tja, nun haben wir hier diese Möglichkeit gefunden, können hier zuschließen quasi, so, und weiterfahren
Und bei der nächsten Gelegenheit schauen wir mal, ob wir hier eine Werkstatt finden, die ein solches Schloss hat. Naja, lassen wir uns überraschen. Wir können jedenfalls wieder weiterfahren. Und erstmal alles gut. Leider war so ein Klappernschloss unterwegs nicht erhältlich und wir mussten uns bis zur Rückkehr weiter behelfen. So, jetzt sind wir in Friedrichshafen angekommen. Von hier aus wollen wir ja mit der Fähre rüber nach Göteborg. Nun schauen wir mal, jetzt werden wir uns erst einmal hier im Hafenbüro informieren und dann schauen, wann wir die nächste Fähre bekommen können. Gleich neben der Marina befinden sich etliche gebührenpflichtige Stellplätze mit schöner Aussicht. Die Gebühren lagen hier für eine Nacht bei 160 Dänenkronen. Mit Strom, Dusche und Waschmaschine 290 Dänenkronen. Und hier die dazugehörenden Ver- und Entsorgeeinrichtungen. Nachdem wir uns im Hafenbüro informiert und ver- und entsorgt haben, sind wir dann in die Stadt gefahren zum Tanken und anschließend zum Fährterminal, um die Passage nach Göteborg zu buchen. Eigentlich wollten wir ja am folgenden Tag fahren, aber spontan haben wir uns dann doch für die Abfahrt am gleichen Tag um 19:45 Uhr entschlossen. Da wir noch reichlich Zeit hatten, wollten wir uns unbedingt den hier in der Nähe liegenden Palmenstrand anschauen. Nachdem wir den Hinweisschildern in der Stadt gefolgt waren, hatten wir den Strand nach kurzer Fahrt erreicht. Die Parkgebühr wird hier über eine App abgewickelt und das Übernachten ist hier ebenfalls möglich. Die Gebühr für die Übernachtung beträgt 205 Dänenkronen. Da der Platz nur wenige Fahrminuten vom Fährterminal entfernt liegt, kann man hier recht gut zum Beispiel eine Nacht oder einige Stunden vor Abfahrt der Fähre verbringen. Tja, es gibt hier eine ganze Menge Parkplätze. Von unserem aus, auf dem wir jetzt stehen, kann man den Palmenstrand schon ganz gut erkennen. Aber auch vor diesem Parkplatz gibt es einen schönen Strandbereich, allerdings ohne Palmen. Thank you.
Sogar ein Bolzplatz ist hier vorhanden. Wunderbar. Im Strandimbiss kann man sich mit Eis und anderen Leckereien selbst verwöhnen. Und gleich nebenan weiden die Schafe. Und hier beginnt jetzt der Palmenstrand. Und bevor es zur Fähre geht, machen wir noch einen entspannten Spaziergang durch die angrenzende Dünenlandschaft mit zahlreichen blühenden Pflanzen sowie Sanddorn. Nun haben wir den Fährhafen erreicht und uns gut eine Stunde vor Abfahrt auf die vorgegebene Spur begeben. Für die circa 3,5 Stunden dauernde Fahrt mit der Stena Line haben wir bei 7,5 Meter Fahrzeuglänge, 2 Personen und Hund 226 Euro bezahlt. Abfahrtzeit 19.45 Uhr. Los geht's. Thank you.
Für etwa 35 Euro pro Person haben wir hier am Abendbuffet teilgenommen. Nach angenehmer Fahrt ist die Fähre pünktlich in Göteborg eingetroffen. Und wir können noch eine sehr stimmungsvolle Einfahrt in die Stadt genießen. Und nun fahren wir erstmal weiter in Richtung Karlstadt bis zu unserem Übernachtungsplatz. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wenn euch der Film gefallen hat, würden wir uns über ein Abo und den Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr sehen, wie es auf unserer Skandinavien-Reise im Teil 3 weitergeht. Also, bleibt gesund, munter und neugierig.